Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies 2. Wir sind jetzt hier im alten Mittelalter. Wir haben jetzt im letzten Ding haben wir eine neue Nuss bekommen, also gesehen zumindest mal. Bekommen haben wir sie nicht. Produzieren mindestens 5000 Sonne. Oha. Naja, das wird jetzt nicht gerade schön. Und dann noch die dicken. Ja, nee, ist klar. Und die muss ich mitnehmen. Okay, dann nehme ich den noch mit. Nehm den mit. Dann muss ich hier die Pilze ja mitnehmen. Wo sind sie, my friends? Bin ich schon drauf vorbei? Also, den. Den nehme ich noch mit. Und den als Verteidigung. Mist, da muss ich einen rauslassen. Ich glaube, ich lasse ihn raus, nehme dafür den mit, weil der macht halt mehr. Also, wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt mir so nur gerne mal in die Kommentare, denn mich würde sehr freuen. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt, Puh. Ich darf keine normale... Klasse. Na, toll. Das hat's mir jetzt gebracht. Aber okay, ich glaube, die zählen auch mit. Ja, die zählen auch mit. Na, das ist doch schon mal gut. Oder? Ja. Na komm, dann machen wir dann immer so. Kriegen wir Doppeltes. Gut, viel haben wir nicht gekriegt, aber da kommt hier noch ein bisschen was. Okay, der kleine Pilz hat sich erledigt. Nehmen wir den weg. Der oben geht auch jetzt so langsam über die Jordan. Kann ich dem das geben? Ich glaube, hier wird es besser sein. Oh ja, Sonne. So, in der Mitte brauche ich noch ein bisschen Unterstützung. Da könnte man noch... Oh ne, jetzt kommen die auch schon. Ja, das war mir doch jetzt schon klar. Gut, dann wird's Zeit für eine Runde Blitze. Blitze in dein Arsch. Mehr Sonnenenergie. Da kann man noch Bohnetypsche hinsetzen. Da setze ich den dran. Da kann man noch so kleine Hände dran tun. Da ohne muss ich ein bisschen verbessern jetzt. So, der hat die gefressen. Ah, die Hälfte hätte man jetzt gerade mal so. Komm, ich muss mal Überblick verschaffen. Ich muss nur ein bisschen was eugefriere. Bohne darf ich jetzt noch nicht nochmal. Aber ich habe doch hier, genau, da können wir noch ein paar Blitze machen. Da können wir jetzt gleich so Grabstein abfarmen. Kommen wir immer wieder neue nach. Das noch setzen. Ja, hauen wir nochmal Blitze raus, wo es mir zu blöd wird. Dem können wir noch ein Böhnchen geben, weil jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Und da kommen die ersten Dicken. Dem würde ich gerne eine Bohne geben. Aber ich weiß nicht, ob der die frisst. Das ist die Frage. Frisst der die auch?
Ja? Nö, der frisst die nicht. Oh je. Und dann hauen wir mal das raus. Und bevor der auftaucht, komm, gib mir noch eins. Alter, das ist schon die letzte Welle. Jetzt hat er mal eine Bohne. Jetzt hat er echt meine Bohne da oben verzaubert. Ja, hat leider nicht gereicht diesmal. Die zählen nicht mit. Nö, schade. Wir hätten 5000 Sonne produzieren müssen. Wenn ich vielleicht normale Sonnenblume mitnehme noch? Och, nicht schon wieder Werbung. Ich will keine Werbung. Nein. Statt von unten, jetzt einmal von der Seite. Ja, nee, danke. Also früher zwar Space Invaders und so eine Sache gern gespielt oder Gallagher, aber die neuen weiß ich nicht. Okay, wir müssen 5000 Sonne produzieren. Kann ich Sonne mitnehmen? Nein, ich darf keine Sonne mitnehmen. Ich muss das nehmen, was ich habe. Gut. Die muss ich mitnehmen, das muss ich mitnehmen. Das heißt, ich muss mehr von denen setzen. Die sind gut, das ist gut. Das ist gut und das ist gut, aber. Oh, die wollte ich doch upgraden. Oh, die kosten nur 50. Oh, dann grade mir die doch gerne ab. Und die da kosten 1000 zum Upgrade. Die habe ich zwar, aber die fand ich nicht so toll. Die könnte ich auch upgraden, will ich aber irgendwie nicht. Die habe ich zwar, kann ich aber hier nicht benutzen. Ja, da geht jetzt nur noch der da. Aber okay, ich würde mir lieber erst Kohle aufheben. Versuchen wir es nochmal. So. Hauen wir hier mal erst einen hin. Den holen wir weg. Jetzt muss ich bloß gucken, wann der erste kommt. Der kommt da oben. Dem geben wir gleich noch so Ding zum Futterer. Dann haben wir das noch da dazu. So, was ich mal versuchen könnte, was vielleicht auch interessant wäre. Machen wir das hier weg. Setzen den hier hin. Und setzen den davor. So, jetzt kommen erstmal die interessante, wo ich das machen kann. Da kommt der kleine, sollte das ja schaffen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich dem das Special gebe. Wow, der explodiert regelrechtlich. Auch nicht schlecht. Gut, dann bauen wir mehr von denen ab. Geben dem noch einen. Ah, ich hätte dem geben müssen, der hält länger durch. Der wird jetzt noch 2 Monate, war's das?
Gut, vielleicht kann ich den ja eingefrieren, bis das da oben ready ist. Na komm, da ist sie doch. Gut ist sie, das ist gut. Okay, ich muss auch mehr von denen wegmachen. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe hier. Ja, klar! So, dem könnten wir da gleich noch die Superbohne dann geben. Dann bin ich den auch gleich los. So, mehr Bohnen. Da oben habe ich einen Blechkopf, dem könnte ich das eigentlich geben. So, ohne die brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Da kann ich schon eine wegnehmen. Ah, das sieht ein bisschen dünn aus. So, haben wir noch eine Bohne. Die gefrieren wir mal ein. So, ohne der produziert hier. Der da oben auch. Ah, komm, Bohne schneller. Muss mal ein bisschen wegholen. Den gefrieren wir mal ein, der ist mir zu nah da. So, da haben wir Modeste vor. Oh, ich muss mehr von denen wegmachen. Jetzt kommt der Dicken. Ist der denn? Ich glaube so eher nicht. Nicht immer ansatzweise kriege ich das jetzt hin. So, das war der erste. Ja, der haut die einfach kaputt dann. Der haut die einfach kaputt dann. Wandelt er. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Oh, falscher Knopf gedrückt. Tut mir leid. Oh, komm, noch ein bisschen. Aber wir haben es, Gott sei Dank. Dann kann ich ja jetzt der letzte... Fietz, Todesstrahl. Puh!
Aber das ist auch schon eine Möglichkeit, also die Bohne dann gezwungen einzusetzen. Ja, das ist nicht jedes Level einfach. Jedes hat seine eigene Schwierigkeit irgendwie. So, nächstes Level. Nö. Jetzt geht er gleich dahin, oder was? Ja, alles wirklich nicht. Aber ich bin's gleich losgeworden. Alles gut. Was haben wir jetzt? Plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Autschen? Okay, wir haben die, wir haben die, die. Okay. Wir kriegen keine Sonne. Dann nehme ich den mit. Ach, ich darf die Kleinen nicht mitnehmen. Wie gemein ist denn das? Voll fiese Möbs sind das. Die da noch. Dann nehme ich den mit, weil den kann er nicht so abwehren. Ja, mein Gefriere darf ich dann wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Nee, den auch nicht. Böse, fiese Möbs. Diese Möbs. Bin mal gespannt, wenn man den da kriegt, aber okay. Was nehmen wir noch mit? EMP bringt mir nichts. Man könnte von denen mitnehmen, aber die schmeißen sie eure zurück. Die kann ja doch nichts, Gott sei Dank. Den für den Notfall. Das. Ja, komm, versuchen wir es mal so rum. So, den dahin. Da und da. Den da. Da. So, dann hier. Warum? Oh. Hier und hier definitiv ein. Der Rest hebe ich mal auf, ob ich jetzt irgendwo was brauche. Los geht's! Ja, und gleich die Idioten. Das sieht doch schon mal so ein bisschen gut aus. So ein bisschen. Ich weiß, es kann immer besser aussehen, aber das sieht doch schon mal gut aus. Meine Blitzdinger schießen überall hin. Oh, Kaffee ist gleich alle. Das sieht schlecht aus. Aber auch irgendwie kommen keine Typen mit Superdünger. Da muss ich mal das Superdünger einsparen, also aufheben, gucke. Komm, ich setze die noch mal voll. Weil brauche du ist sie auf jeden Fall. So wie die da kommen. So, jetzt kann ich noch einmal oder zwei von den Dinger setzen. Das ist böse. Oh, das ist Gold. Gold. Kohle. Boah. Okay, das wird mir jetzt zu viel. Ich schau immer mal den Blitz raus. Mal gucken, was er bringt. Ja, nachdem er dann da hinne rumfitzelt, macht er mir zwar die hintere Reihe ein bisschen Platz. Aber jetzt kommen auch da vorne noch die Magier raus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, es gibt noch eine Runde. Ja, weil der verwandelt mir nämlich jetzt alles in Schäfchen, der Sack. Das kann man überhaupt nicht gebrauchen. Komm, geh kaputt.
Jo. Meine Verteidigung ist wäre da. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich die Gräber da wegkriege, dass ich auch wäre ein bisschen Blitz nachher in der nächsten Runde Blitze verschießen kann überhaupt. Weil die Zombies haben ja anscheinend keine. Sagen wir schnell. Ist keiner grün mit Superdünge. Ah, ich bin froh, wenn ich eine Pilz kriege, wo die Metallteile da wegzieht, wo die Helme abzieht. Da sind die wesentlich schneller weg. Das kann schon gut helfen. Das ist da ohne weiter ein bisschen kriminell, Jungs. Da muss ich ein bisschen Unterstützung holen. Jetzt macht er da ohne auch noch. Oh. Komm. Weg damit. Da oben ziehe ich auch durch. Komm, zieh durch. Wieso? Ich kann das doch gar. Ich kann das doch. Okay. Einmal Sprengstoff. Bams! So, jetzt haben wir einfach ein bisschen Superdünge. Können wir dann zwei Mal Blitze machen. Aber weil die Magie, dass die das in Shapeshift verwandelt, das ist übelst. Ja, noch 50 habe ich übrig, damit kann ich mir nichts mehr setzen. Aber sie sollten das doch schaffen. Oh, wir kriegen noch Blümchen. Böser Magier. Böser Magier. Ach, wir kriegen jetzt endlich einen Pilz. Geil. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Pflanzen vs. Zombies 2. Genießt den Tag und tschüss.